Aus kalibrierten kalifornischen Mandeln werden bei Lubeca Hobel, Splitter, Halbierte und Dekormandeln hergestellt. Der Verarbeitungsprozess beginnt beim Blanchieren der rohen Mandeln. Anschließend erfolgt die Verlesung auf elektronischen Kamerasortern mit manueller Nachverlesung. Die blanchierten Mandeln werden zur Bruchreduzierung vorgewärmt und dann zu Hobelscheiben oder Mandelsplitter verarbeitet. Die Trocknung erfolgt hygienisch in einem Fließbetttrockner, bei dem das Produkt von unten wie auf einem Luftkissen durch Luftströmung und nicht mehr durch schwer zu reinigende Transportbänder bewegt wird. In einer Siebanlage mit nachfolgender Röntgendetektion wird die Gutware vom Mandelbruch getrennt und es werden eventuelle Fremdkörper entfernt. Die Verpackung erfolgt in 1 bis 6,25 Kilogramm Beutel, wobei Röstware zusätzlich eine Schutzgasatmosphäre erhält.